Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und ich stehe schon wieder in der Alberstoll. Warum? Warum? Nein, ich bin nicht gestorben. Ich habe gestern einen Anstupser bekommen auf Facebook. Ja, auf Facebook wurde ich angestupst. Und zwar von... Ihr kennt sie alle nicht, aber ich habe schon viel von ihr erzählt oder manchmal. Von Nadira, meiner Ingame-Frau. Also nicht von Elika, sondern von der Ingame-Frau von Nagel, Bolzen, von Nagel, Black Mask und so weiter und so fort. Und die ist mal wieder ein bisschen am Start, zockt auch mal wieder ein bisschen. Und dadurch, dass sie die alten Daten halt teilweise nicht mehr hatte, hat sie mich gefragt, ob sie denn da, ob ich da erstens was weiß, hat sie dann aber vorher schon selber gefunden, bevor sie mich gefragt hat. Und hat sich natürlich auch erkundigt, nachdem sie dann hier war, ob ich denn überhaupt noch spiele und so weiter und so fort. Das hat sie natürlich schlauerweise. Eludia hat den Titel Verfluchter Verzauberer erhalten. Das hat sie schlauerweise direkt in der Newcom-Acker gemacht. Allerdings haben sie ihr die Leute ja nicht übel genommen. Schließlich, wie gesagt, sie ist in besserer Erinnerung als ich. Einfach weil sie vorher schon aufgehört hat, bevor der Ärger mit Tari da losging. Insofern ist nicht so schlimm. So, ansonsten habe ich ja mit Newcom auch kein Problem. Nur mit Tari. Aber nichtsdestotrotz, jedenfalls hat sie mich gestern angeschreibselt und da dachte ich, oh, guckst du mal vorbei, lest du auf dem Discord-Server, quatscht mal wieder die guten alten Zeiten, ein bisschen aufleben zu lassen. Da bin ich zuerst mit den Bolzen rein und dann habe ich überlegt, ich könnte ja auch eigentlich den Nagel nehmen. Der ist ja mittlerweile auch ausgestattet und habt ihr da ein bisschen mit ihrem neuen Char, warte mal, wo ist er denn? Hier, Alitera, die mittlerweile schon Level 65. Hab ihr da die eine oder andere Quest mitgeholfen, ein bisschen gequatscht, der alten Zeiten wegen, auf dem Discord-Server. Sie ist, glaube ich, die einzige bei mir auf dem Discord-Server, die noch nie ein Video von mir gesehen hat. Beziehungsweise, okay, das stimmt auch nicht ganz. Das alte Bienchen-Raid-Video, das hat sie auf jeden Fall angeguckt, sowie das eine oder andere von den alten Videos. Ich weiß nicht, ob alle, aber ein oder zwei. Da gibt es ja auch ein altes Video, das heißt Nadi und Black oder so ähnlich. Und ja, das logischerweise hat sie auch gesehen. Das hatte ich ja damals sozusagen für sie gemacht gehabt. Zum Valentinstag oder was da war. Ja, so war ich. So, war es Geburtstag? Ich weiß gar nicht. Ist egal. Naja, jedenfalls, wie gesagt, war sie gestern online und da habe ich dann halt das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich das Programm schreiben, ein bisschen vernachlässigt. Habe zwar ein bisschen was geschafft, aber ich habe es ein bisschen vernachlässigt und entsprechend ist es halt doch noch nicht ganz fertig gewesen. Was doof ist, eigentlich wollte ich das heute in Enemy direkt mal ausprobieren. Und Enemy nicht in Infinity, weil das muss ich nachher auch noch aufnehmen. Aber naja, später dann halt. So, übrigens auch später machen wir erstmal hier diese blöden Dinger hier fertig, sonst wird das nichts mehr. Malle bräuchten wir hier noch und dann hätten wir es. Dann hätten wir den Schlummerwald, wollte ich sagen. Das dunkle Land auch abgeschlossen. Schlummerwald, da war ich gerade, habe einen legendären Baum mit geklopft. Ja, und sie ist auch bei mir im Discord-Server mit drin. Also das heißt, wenn ihr da eine Nadira seht, wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wer es ist. Jo. Finde ich toll. Ich freue mich richtig, weil wie gesagt, das sind halt sehr schöne, gute, alte Zeiten gewesen. Und da erinnere ich mich immer sehr, sehr, sehr gern dran. Mein Schatzi musste ich natürlich, also meine jetzige Frau, musste ich natürlich erstmal ein bisschen beruhigen und sowas in der Art. Weil, ja, sie hat schon gesagt, ja, ein bisschen eifersüchtig bin ich, aber wie gesagt, sie vertraut mir in der Hinsicht, weil ich habe es ja schon mit Elika damals erzählt, ne? Als ich Elika hier quasi den Hochzeitsantrag für Elika als Bolzen den hier angenommen hat, habe ich ja schon erzählt, sie ist da ein bisschen vorgeschädigt. Sie hatte mal einen Freund, der hat auch irgendwas online gezockt und hatte eine kennengelernt und ist mit der fremd gegangen. Und da kann ich natürlich selbstverständlich verstehen, wenn sie da ein bisschen Angst hat, mein Schatz. Ja. Muss er aber nicht. Ich weiß doch, was ich an meiner Maus habe. Und das gebe ich nie wieder her. So, wir gehen jetzt mal in Richtung Tal von Adelia und werden da einfach dann weitermachen mit dem Wind. Könnte die Quest zwar. Eigentlich könnte ich die auch abgeben. Muss nochmal gucken, wo. Kingdom Quest. Das ist vollkommen verkehrt. Siehst du ganz durch den Wind. Ganz durch den Wind. Der Blick und die Frauen. So. Item Shop, Inventar, Fähigkeiten nicht. Quests. Was auch sonst. So. Giftige Mandra, Stadtmeisterin Kira, das heißt in Alberstoll. Ich nehme mal die Abkürzung. So, damit sind sämtliche Alberstoll-Rollen aufgebraucht. Ist aber nicht so wild, wir haben ja noch genug anderes Zeugs drauf. Und vielleicht kriegen wir mal wieder eine. So, hopp.
So, Stadtmeisterin Kira angenommen und heraufziehende Wolken. Evolution der Dunkelheit, die Spur führte fort. Schauen wir mal, was gegen wir? Giftige Mantra-Pflanzenblätter und Laplantia-Blütenblätter. Das wäre im Prinzip das nächste, was wir machen. Aber natürlich, wie immer halt erst, sobald wir da, ja, die nächste Runde sozusagen bei den Dings verbraten haben. Bei den Tornados und sowas. Weil das muss ja auch sein. Die machen sich ja nicht von alleine. Irgendjemand muss den Wind ja platt machen. Also ab zu den Nepis. Und dann huste ich mal dort hin. Ja, die Nepis machen Wind. Ich huste mit meinem Wind zurück. Und damit ist gut. Ja, so machen wir das. Eiskalt. Ja, auf jeden Fall finde ich es wirklich riesig, dass Nadi jetzt momentan wieder da ist. Wie gesagt, sie hat sich ewig nicht gemeldet. Das lag aber eher daran, dass sie die ganzen Daten nicht mehr hatte. Sie hatte ihren Rechner neu aufgesetzt und so ziemlich von allem keine Daten mehr gehabt, inklusive der E-Mail-Adresse, auf dem sie gemeldet war. Und das hat wohl ewig gedauert, diese E-Mail wieder zu kriegen. Deswegen konnte sie sich auch nicht auf Facebook einloggen, etc. pp. Und da hat sie dann ja auch einen neuen Account gemacht, mit dem sie mich auch geaddet hat, obwohl ich nicht wusste, dass sie das ist. Ja, hab's trotzdem angenommen, mache ich normalerweise nicht. Aber in dem Fall, wie gesagt, sie hat sich mit dem Namen ihrer Tochter eingemeldet und da wusste ich ja, okay, entweder ist das die Tochter oder sie ist es selber. Also geahnt habe ich es in jedem Fall. Warum renne ich denn schon? Naja, ist egal. Komm. Jetzt nehmen wir wirklich den Weg übers Tal von Adelia und gut ist es. So. Und nein, ich renne jetzt nicht nochmal dahin, mach die Quest, weil wie gesagt, wir müssen ja auch irgendwo mal ein bisschen. Ein bisschen Husten beibehalten, nee, ein bisschen Husten nicht, ein bisschen Ziele beibehalten und sagen wir mal unsere gesetzten Ziele auch beibehalten und das gesetzte Ziel ist eine Quest, eine komplette Runde, bis die Steine alle sind, anderes Zeugs. Genau, und deswegen bleibt es auch dabei. So, deswegen gehen wir auch mal hier entlang, Tal von, ja, hier hinten war es. Nicht, dass ich das vergesse, darf ja nicht sein. Lalalala, Feuertitanen, hallo. Ach ja, also war schön. Eine gute Erinnerung an gute alte Zeiten. Damals, als ich noch sehr aktiv Fiesta gespielt habe. Tatsächlich war es ja nur wirklich so, aufgehört mit Fiesta. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, erst relativ inaktiv geworden. Dann hat sie dann irgendwann auch, sagen wir mal, ist auch inaktiv geworden. Wegen was war, dann später bin ich wieder ein bisschen aktiver reingekommen, da war sie aber schon kaum bis gar nicht mehr da, dann kam der Ärger mit Newcomb, Reborn etc. pp. Und dann kam sie mal kurz online, hat aber festgestellt, dass sie gehackt wurde, sonst hätte sie vielleicht damals schon wieder ein bisschen weitergespielt und ich hätte vielleicht auch keine Pause eingelegt, weil kurz danach habe ich dann auch gesagt, so, jetzt ist das mal ganz gut und habe dann 2 Jahre vollständig Ruhe gehabt, das war zu dem Zeitpunkt, als dann Dü sowieso nach Dü mit dem fast dem Rest der Gilde oder mit vielen aus der Gilde sowieso in Richtung Ion gewechselt war. Da habe ich dann halt auch gesagt, ja gut, okay, machst du das. Ion hat mir nicht so gelegen, deswegen bin ich da nicht so wirklich mitgegangen. Ja, das Let's Play habt ihr ja gesehen, habe ich aber trotzdem gemacht, aber es ist trotzdem immer noch nie wirklich mein Lieblingsspiel gewesen. Es gab immer besseres, Star Wars zum Beispiel, deswegen haben wir ja beides Let's Played. Star Wars The Old Republic habe ich Let's Played, weil Dü Iron machen wollte. Da haben wir gesagt, ich mache das eine das und das andere das. Und hat gepasst. Hat gepasst, hat funktioniert. Wobei man sagen muss, Dü hat lieber Iron gespielt als Star Wars und andersrum. War schon immer so gewesen. Aber das liegt halt auch daran, die Spiele unterscheiden sich. Es sind halt grundverschiedene Spiele. Dem einen gefällt das, dem anderen das. Es gibt auch viele Leute, die sagen, Fiesta, was für ein Scheiß. Aber, ja, selber schuld, wenn ihr das sagt, Leute. Also, ne? Weil, Fiesta ist überhaupt kein Scheiß. Nein, voll cool. So, Tornados. Müsste ja fast da sein. Tornado. Wie sieht es mit den Rollen aus? So, Tornado, oh, hier leckt's, da ist, glaube ich, jemand. Ist jemand da? Ich sehe keinen. Tornado. Hier immer noch keinen, obwohl es kurz geleckt hat. Diese kleinen Mini-Lecks kommen manchmal, wenn wirklich Spieler in Sicht kommen. Scheinbar nicht. Na gut, dann nehmen wir mal die großen Tornados. Die sind mir eh viel lieber als die kleinen Tornados. Wir brauchten sowas. Dann nehme ich lieber großes Zeugs.
Nägel mit Köpfen oder Bolzen mit Bolzenschussgerät, was weiß ich denn. Ja, muss ja auch sein. Lalalalalala. So, boing und boing. Sissese. Und da. Na komm, fall um. Das war jetzt gerade wieder ein bisschen knapp. Ich muss mich echt wieder dran gewöhnen. Jetzt, wo ich Nadi ein bisschen geholfen habe und sagen wir mal einfach so jeden Mob das war überhaupt nicht der, den ich wollte, aber ist egal. So, und jeden Mob relativ schnell, relativ platt kriege. Denn da ist es natürlich was ganz anderes. Und dass du jetzt hier wieder ordentlich Schaden bekommst, muss ich aufpassen. Aber Vorsicht. So. Nehmen wir mal zwei Nepis mit. Einfach weil der da hinten sowieso in der Ecke sonst ist und nicht rauskommt. Lalalala, kommt mal alle beide mit. Nein. Verdammt, jetzt habe ich den Tornado am Arsch. Gerade gespawnt, wo die AOE kam. Wie ärgerlich. Na gut, dann eben noch ein Tornado mehr. Haben wir 5 Tornados diesmal gehauen, anstatt nur 2. Gibt Schlimmeres im Leben. So, ich sollte nicht durch die AOE laufen, wenn der hier AOE divert. Aha, der eine ist wieder da. Aha. So, andere ist auch wieder da. Das ist toll. Da freue ich mich doch. So, der eine ist weg. Das ist sehr gut. Welcher ist etwas mehr geschädigt? Der hier. Und dann weiter geht's. Raus aus der AOE. Aha, so. Gib mir den anderen dann. Hallo. So, okay. Ja, genau. Du kannst ruhig wieder verschwinden. Dich braucht ja niemand. Und so. Und überhaupt. Schön. Endlich wieder bei den Nepis. Also, wie gesagt, ihr habt ja immer gesagt, ja, das ist eine Scheißquest. Ist natürlich auch. Es dauert auch ein bisschen lange und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich mal entspannend. Ich muss nicht irgendwie durch die Gegend. Ich muss nicht Massen an Mobs kloppen. Nein, es reicht hier den einen oder anderen. Wollt ihr mich verarschen hier? Sowas. Ich weiß nicht, ob das Gift wenigstens drauf geht. Manchmal geht sowas ja. So. Aha. Also Gift war bei dem einen noch nicht drauf. Aber das muss ja nichts heißen. So, bevor der hier... Och, der war auch giftig. Okay. Sehr schön. Umso besser. So, dürfte ja fast beide gleichzeitig, nicht fast. Es hat beide gleichzeitig erwischt. Das nenne ich doch mal gut gearbeitet. Juhu! Tornado wiederholbar. Erledigt. So. Quest beginnen. Auch erledigt. So, noch ein, zwei Runden und dann hätten wir auf jeden Fall die Level 90, wollte ich sagen. Also 90% erreicht von Level 111. 90% von Level 111. Doch, ist schon richtig. Bin heute ganz durch den Wind. Ja, ja. So ist das. Der Wind, das himmlische Kind. Ja, steht bei den Tornados und schreit, ich bin durch den Wind. Ja, Sarkasmus. Das wahre Leben oder Fiesta schreibt halt den wahren Sarkasmus. Ja. Lalalala. Wäre eigentlich auch ein cooler Titel, den muss ich mal aufheben durch den Wind. Aber nicht für heute. Nicht für heute. Meine heutige Folge wird eben, weil Nadi da ist, muss das feiern, weil, wie gesagt, es ist ewig her und wir sind halt wirklich viel durch die Gegend gezogen früher und ja, ich war ja auch mal bei ihr und andersrum und ja, wie gesagt, tolle Sache und jetzt ist er einfach mal wieder da, seit langer Zeit. Das ist wie gesagt, wenn man jemanden lange Zeit nicht gesehen hat und den jetzt auf einmal wieder sieht. Einfach so ganz spontan, ganz zufällig, ja, wobei das jetzt weniger zufällig war, weil sie ja gewollt sich eingeloggt hat, aber ja, wo man es nicht erwartet, ne? Einfach jemanden, mit dem man überhaupt nicht mehr gerechnet hat, wo man sich riesig freut. Das ist so eine Person. So was ist die Nadi für mich. So, und ja, jedenfalls musste ich das halt natürlich mal ausbreiten. Fehlt ja nix. So, halt, hier, den wollen wir auch noch verkloppen. Verkloppen fetzt. Na, jetzt. Hallo, den will ich haben. Ja, wollte nämlich, ja, weil der hätte mir auch beinahe abgehauen. Habt ihr das gesehen? Der war fast gar nicht mehr vergiftet. So geht das noch nicht. Na gut, gleich ist der hier weg. Dann kann ich mich auf den einen konzentrieren. Wenn er dann mal irgendwann wiederkommt. Da ist er. Okay. Also schnell mal betäuben, damit er nicht abhaut. So, Bombe drauf. Damit er gleich, während die Bombe explodiert, erstmal in seinen Tornado reingehen kann. Nee, hat die Bombe durchgeschafft. Gott sei Dank. Muss ja auch mal sein.
So, achso, was ich vergessen habe, ich weiß nicht, ob ich es gestern erwähnt habe oder nicht, Livestream wollte ich diese Woche machen, aber auch das muss ich wieder verschieben. Allerdings, übernächste Woche habe ich definitiv keine Zeit. Nächste Woche habe ich allerdings frei, die Mittwoch bis Freitag. Das heißt, wenn, dann wird dann nächste Woche Mittwoch sein, nächste Woche Freitag, Entschuldigung. Ich werde auf jeden Fall alle Hebel und Mittel in Bewegung setzen, dass ich das nächste Woche Mittwoch hinbekomme. Sorry, ihr wird es definitiv nicht heute, wegen Zeit und so weiter und so fort. Morgen, wir müssen dann auch noch ein bisschen aufnehmen. Das übernächstes Mal, wie gesagt, in 2 Wochen, da ist es dann ja wirklich so, da habe ich ja schon erzählt, bin ich dann nicht da. Und zwar ab Freitag. Entsprechend kann ich da logischerweise auch keinen Livestream machen. Es sei denn, ihr wollt einen leeren Stuhl sehen. Kann ich gerne machen. Aber das bringt jetzt nicht wirklich viel. Und wir sehen uns dann aber auch morgen wieder. Ohne Livestream. Nämlich hier in der Folge. Ich muss bei Gelegenheit auch mal wieder die Facecam anmachen. Aber nicht heute. Heute ist es zu spät. Deswegen sage ich jetzt Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und tschüss.